Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. Otti und ich sind dabei, ein neues Skigebiet zu erobern. Auf 2341 Meter gefahren. Wir werden jetzt 431 die Labins abfahren. Kurzes Fazit. Ja. Ja, wir sind jetzt hier an der Planseckbahn. Sind hier die 105 runtergefahren. War schön. Ja, heute am Mittwoch sind wir jetzt um 4:01 wieder auf dem Rückweg. Wir fahren jetzt mit dem Sunliner von Zerf aus hoch nach Viss. Fahren wir noch ein Stück ab und dann geht's nachher mit dem Bus in Richtung Ried auf den Campingplatz. Reicht für heute. Und hier ein Blick auf Viss. Wir fahren dann weiter die 70 bis runter zur Waldbahn. Ja, der erste Tag ist vorbei und wir fahren jetzt mit dem Skibus zurück nach Ried zum Campingplatz. Wir haben da noch einen Tipp und zwar: Wer sich mit dem Skibus morgens nach Viss fahren lässt, der sollte, bevor er hochfährt mit der Waldbahn oben auf den Berg, vorher auf das Tableau schauen, wann der Bus wieder zurückfährt. Dann entspart man sich Wartezeit. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023 und wir sind auf dem Weg zur Maßburg. Von dort sind wir gekommen und dort geht es jetzt hin. Die obere Schaltbahn fährt nicht, daher nehmen wir die untere. Da geht die schwarze Piste runter, die nehmen wir heute nicht. Das Wetter ist besser als wir gedacht haben. Unten im Tal war es schneeblick. Und in der Nacht hat es geregnet, aber hier ist eigentlich recht schön. Ja, aber hier auf 2400 Meter 2 Grad plus. Ja. An der Talstation der Wasserkopfbahn.
alleine da oben, ja? Wir sind heute von Fis aus Richtung Masnerkopf gestartet und sind auch oben angekommen. Da war es sehr windig. Beim Ausstieg aus dem Sessel total steinig. Das war ätzend, aber naja. So, und dann sind wir die Hexenseeabfahrt gefahren und sind jetzt auch hier in Hexenseehütte eingekehrt, haben schön Gulaschsuppe gegessen und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg.